Willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und heute auf meinem Rathaus 10. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, dass aus dem Spiel Brawl Stars, was es ja ganz neu gab und was ich gestern auch angezockt habe, dafür nochmal Entschuldigung, dass ich das mal aufgenommen habe, aber ich musste das einfach auch mal antesten, nicht nur das Spiel, sondern auch das Aufnehmen, und ich werde die nächsten Sachen, glaube ich, dann vielleicht doch am Handy machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich muss erstmal checken, ob das ganze Format überhaupt so ein bisschen bei euch ankommt, und wenn ja, dann lasst es mich ruhig wissen, dann werde ich da sicherlich hier und da mal immer wieder was Neues bringen oder überhaupt was bringen, um mal so ein bisschen meinen Fortschritt zu zeigen, ob ich es denn auch raffe mit dieser komischen Steuerung. Aber was ganz Witziges ist ja heute Morgen hier passiert, denn heute Morgen hat Supercell ja den El Primo hier in die Events reingebracht. Also hier haben wir auch nochmal so ein paar Sachen. Natürlich machen sie Werbung für ihr neues, es ist ja gar nicht das neue Spiel, aber für das Spiel Brawl Stars. Und in den Events gab es heute Morgen schon Bilder 5 El Primos aus, hier diesen Kollegen hier, die exklusive Truppe. Der ist aus Brawl Stars, der sieht so ein bisschen aus wie Captain America, hätte ich fast gesagt, dem fehlt nur noch das Schild. Und dort musste man 5-mal den, man musste ihn 5-mal trainieren, glaube ich. Das ist auch witzig hier. Achso, ich muss 5 Stück mitnehmen und damit 6 Angriffe machen innerhalb von 20 Stunden. Also es läuft nicht lange. Aber heute Morgen gab es erst 150 Games, und mit einmal mitten im Game, also es hatten schon welche einen Angriff damit gemacht oder zwei, und die haben dann geschrieben, oh, das ging ja gar nicht, das hat nicht gezählt und so weiter. Ich glaube, der war OP, der hat nämlich jede Morgen, glaube ich, First Hit gemacht und war wohl doch ein bisschen unbalanced oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Supercell dann heute nochmal eine Schippe draufgelegt, vermutlich als Entschädigung, denn heute Morgen gab es 250 EP und 150 Gems, 250 Gems jetzt, Leute, das dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich hoffe, ihr seht das Video, ihr seht das wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ich hoffe, ihr habt euch das nicht entgehen lassen. Ich habe diese Ultratruppe hier ausgebildet, einmal jetzt mit meiner Funny Farm Army, habe ich einfach mal 5 Stück mitgenommen. Und danach gucken wir mal, wie der Kollege sich in Heil hier auswirkt. Also gehen wir mal fix in die Gegnersuche rein. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass sie so ein bisschen eine Truppe aus einem ganz anderen Game hier reinbringen. Wir haben ja schon etliche oder einige Truppen hier gehabt. Das Riesenskelett, okay, die Kürbisbarbaren jetzt glaube ich nicht. Aber es gab ja schon etliches aus, zum Beispiel Clash Royale hier in dem Spiel. Fand ich eigentlich auch nie schlecht. Das lockert die ganze Sache hier so ein bisschen auf. Und deswegen bin ich auch damit einverstanden, dass hier so ein Held, ich weiß gar nicht, ob es ein legendärer Held ist, aus Brawl Stars hier mit reinkommt. So, den nehmen wir mal mit hier. Mal gucken, alles Single Infernos. Das kommt mein... Ah ne, ein Multi haben wir da glaube ich doch. Naja, da haben wir doch einen Multi, aber das ist nicht so schlimm. Das kommt auf jeden Fall meinen kleinen Kobolden so ein bisschen entgegen. Ich musste mal gerade tiefe Luft holen. Ja, wir können ruhig eine Karre verballern hier. Das machen wir mal, und ich glaube, wir holen uns... Ich hätte fast gesagt, wir holen uns hier mit den Helden hier oben den Adler, aber brauchen wir gar nicht. Wir haben ja noch... Ja, so eine ganze Masse Riesen hier dabei. Dann holen wir uns nämlich hier, lassen wir mal die Karre reinfahren. Ah, ich habe irgendwie immer Mauerbrecher dabei. Ja, ich weiß. Es ist aber auch eine coole Truppe, die Mauerbrecher. So, und jetzt kommen hier die El Primos mal mit rein. Gucken wir mal. Aber, oh, ich darf meine Helden nicht vergessen. Helden nicht vergessen. Und dritter Held. Ich hab immer noch meine ganz lähmen Zauber hier, beziehungsweise oh, den darf ich natürlich, okay, Queen, du musst da die Luftteile machen. Die Queen muss in jedem Fall da so ein bisschen die Luftteile machen. Jetzt muss ich kurz mal einmal den Warden zünden, damit ich die Aura habe. Okay, der dicke Drache ist schon mal weg. Und jetzt kann ich die hier rein spammen lassen. Ich gucke mal, ob die nicht da unten irgendwie mal reinspringen können, die Jungs hier. Dass es da nochmal in diese Base reingeht. Ich weiß gar nicht, wie sich jetzt der El Primo hier geschlagen hat. Ach, hier unten ist er noch. Ach, der ist ja noch. Ist er noch dabei? Ja, sauber. Der ist ja noch dabei. Oh, hier müssen wir eben mal... Die beiden müssen wir in jedem Fall friesen. Denn die machen mir die ganzen Kobolde kaputt. Ach, hier unten ist eine Mauer nicht zu. Da können die gleich wieder rausrennen. Ah, coole Sache hier. Echt coole Sache. Und da ist der Warden, da ist die Queen. Was macht denn die Queen eigentlich da? Oh. Bauhütten und restliches Gedöns. Und der King ist hier unten.
Okay, der geht jetzt aber auch raus. Da können wir, glaube ich, okay, dann weiß ich, wo wir gleich nochmal, glaube ich, den letzten Frost hier anwerfen. Den Wut brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich muss da gleich mal ein bisschen näher reingehen in diese Truppe. El Primo heißt der Kollege. Und ich werde sicherlich feststellen, wie der denn am Ende hat, beziehungsweise was der für eine Fähigkeit hat. Ich gucke jetzt mal hier, ob ich hier alle drei Sachen gefrostet kriege. Jo, ich kriege alle drei Sachen. Ah, das ist schon präzise geworfener Frost gerade gewesen, aber ich wollte, jetzt habe ich Pokale gemacht, okay. Aber coole Truppe hier solltet ihr in jedem Fall auch genutzt haben, denn 20 Stunden, also einmal haben wir den Kollegen jetzt schon mal gemacht. Ich fordere mal eben an, Wut, alle dürfen was spenden, ja, das ist auch so eine Anekdote, teilweise aus dem Clan hier, aber ich muss jetzt ein bisschen was nachbauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein paar Elektrodrachen dabei. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ah ne, 4 ist doof. Das ist ein bisschen dösig. Ich glaube, 3 ist ein bisschen zu viel. Dann nehmen wir noch den und einen Giftzauber noch mit. Denn ich muss gleich noch eben Klarkrieg angreifen hier. Das will ich natürlich in jedem Fall auch machen. Und vielleicht mache ich das sogar live am Handy. Ich gucke mal eben mal so ein bisschen die Truppen hier boosten. Der King kann, glaube ich, ruhig ein wenig pennen, beziehungsweise ich booste hier jetzt mal eben komplett die Dörfchen durch, ja, und wer jetzt bemerkt, so nach dem Motto, ich booste jetzt alles, der Toto hat ja wieder Gems, ja, ich habe mir 500 Gems gekauft, tatsächlich habe ich gestern dem Clan Herausforderer, weil sie einen schönen CK gespielt haben, habe ich einfach mal das erste Paket hier, nee, nicht das erste, oh, das erste ist weg, okay, das kann ich mir nur einmal gönnen, also dieses 5,49 Euro Paket, da hat jeder ein paar Gems gekriegt. Habe ich einfach mal so gemacht. Also eher für die anderen, nicht für mich. Und machen wir noch einen zweiten Angriff und vielleicht noch den CK-Angriff. Oh oh, ausgebrannte Erde hier. Jawohl. Da ist unser zweiter Gegner. Und ja, El Primo ist in der Haus. Jetzt gucken wir mal, wie der sich hier durchschlagen kann. Die Luftabwehren sind zwar jetzt so ein bisschen suboptimal für mich. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir... Ja, ich kann mir mal Folgendes vorstellen. Wir nehmen mal unsere eigene Karre, glaube ich. Was haben wir da drin? Da haben wir 6 Bowler drin. Das ist super. Dann machen wir das mal so. Wir funneln erstmal so ein bisschen, glaube ich, mit unseren Kobis. Dass hier nicht so viel dann gleich außen rum rennt. Das wäre ein bisschen doof. So, dann machen wir hier einmal 2 Magier drauf. Da auch ein Magier. Und dann nehmen wir jetzt gleich mal unseren El Primo hier. Na komm. Jetzt, okay, das Lager ist weg. Damit haben wir unseren Funnel. Und jetzt ziehen wir hier unsere 5 El Primos rein. Mit Heilern. Oh, und wieder zwischen Mauerbrecher. Toto. Toto übertreibt es nicht. Toto übertreibt es nie mit Mauerbrecher. Ich habe immer reichlich dabei. Im Backend. So, jetzt können die hier erstmal rein. Und sind die jetzt eigentlich noch in Heilung? Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mir noch ein paar Kubis aufbewahren. Ein paar Kobis brauche ich noch. Ich habe natürlich wieder meine Mauersprenger hier. Dann nehmen wir die mal hier rein. Und da sind so ein paar Kobis. Ich gehe jetzt mal näher rein für euch. Ah, da sind sie. Da sind die Kollegen hier in Heilung. Ah, geil, ne? Alter, machen die Schaden. Die Truppe kann ruhig länger da bleiben. Die Truppe kann echt länger da bleiben. Die sind ja mal wirklich nice. Und Donnerwetter, die sind echt weit durchgegangen gerade, weil die vielen Luftabwehren, ja okay, die haben mir meine Heile jetzt natürlich ziemlich schnell verballert und jetzt muss ich mal noch zusehen, dass ich hier noch so ein bisschen von den Ressourcen hier bekomme. Ich lasse meine Helden mal noch laufen, die sind ja auch im Boost, die sind also gleich auch wieder ready, denn okay, das Dunkle brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber was ganz schick wäre sicherlich hier, das Elex mitzunehmen und auch hier hinten das Elex. Ah, jetzt gehen alle drei außen rum. Das ist super. Da machen die mir nämlich den Weg zu den Lagern hier noch frei. Aber ich glaube, wir holen uns hier die 100.000 hier hinten. Jetzt gucke ich mal. Ich stelle mal jetzt da und da. Immer schnell einen davor gesetzt. Schaffen die das noch? Schaffen die das Lager auf Null? Jo, das packen wir alles. Das packen wir komplett. Komm. Oh, wo hampelt der Warden denn rum? Oh, das kann ich mir nicht mit angucken. Der geht auch manchmal unmögliche Wege. Also 2 Angriffe haben wir mit der Event-Truppe hier schon gemacht.
Ist das auch so? Jawohl. Sie zählt auch. Ich muss mal echt gucken mit den vielen Charakteren, die ich habe, wie viel das effektiv schaffen hier mit dem El Primo, dieses Event zu spielen. Aber es ist ja auch eigentlich sehr, sehr locker. So, jetzt muss ich habe eben gefragt, was ich in die Clanbuch haben muss. Aber ich glaube, wir hauen uns da Loons rein, denke ich mal. Loons Wut. Und dann springe ich jetzt mal aufs Handy und mache mit euch einen Live-Angriff mit dem Rathaus 12 im Klankrieg. Okay, ich habe alles ready und kann jetzt angreifen. Ich bin jetzt also auf meinem Handy, auch so ein bisschen Test für Brawl Stars oder so. Und ich habe hier den Auftrag, die Base hier mit Babydrachen zu machen. Jetzt gucke ich mal, ich gehe erstmal überall grüner Haken, haben wir drin. Oh, jetzt ich bin ein bisschen zu nah, glaube ich, am Mikro gerade gewesen. Und dann können wir hier jetzt reingehen in Attack. Die Siege-Maschinen werden wir aber noch tauschen. Die werden wir noch tauschen, das mache ich jetzt auch vorher. Nicht, dass ich dann eine verkehrte habe. Und den Tonschuhträger hier machen wir auch auf Luft. Ist er jetzt auf Luft? Ja, der Pfeil ist nach oben. So, ich hole mir erstmal, glaube ich, ganz schlank hier mit dem King das Rathaus. Ich gucke mal, wie das so funktioniert. Ob das vielleicht nur mit King klappt, wäre schon nicht schlecht. Ja, ob das nur mit King klappt. Okay, jetzt ist schon mal aktiviert. Das ist schon mal ganz gut so. So, jetzt kann der erstmal abhauen hier. Und meine Queen macht hier hoffentlich jetzt noch die Luftabwehr. Ja, das schafft sie da an der Stelle. Das ist ganz gut. Und so, zweiter Part geht jetzt, glaube ich, hier hinten los. Muss mal eben schauen. Ein Loon vorweg. Und das Luftschiff hier. Oh nein, die gehen nach außen. Okay. Oh, die gehen alle nach außen. Okay. Das ist suboptimal. Aber nicht so schlimm. Dann machen wir das einmal so. Und hier noch drei Stück mit rein. So, na komm. Ei, der Wut war scheiße. Der Wut war dösig da. Mal sehen, wie die hier jetzt noch weiter durchgehen. Das ist nicht so schlimm, dass die da sterben. Schauen wir mal, was wir hier noch gleich aufhalten müssen. Ich denke mal, wir müssen da gleich nochmal den Feger sicherlich, nicht den Feger, sondern den Single Inferno hier aufhalten mit der Luftabwehr. Na komm, ballert er nochmal. Oh ja, das hat er gepackt da. Aber die Luftabwehr ist ziemlich stark da hinten. Komm, mach die Luftabwehr weg. Oh, das packt er auch nicht. Mist. Oh, wie knapp. Naja, okay, es sind... Och, scheiße, war ich gerade laut. Es ist noch einiges an Prozenten geworden. Ah, verdammt ärgerlich. 91, ja, das ist in Ordnung für mich. Das ist in Ordnung. Taktik war, glaube ich, ganz gut, dass die nach außen geflogen sind. Das war ein bisschen doof. Ich hätte, glaube ich, da hätte ich vielleicht zwei Loons eher reinsetzen müssen oder so. Aber war ganz gut. Wir sind in jedem Fall in diesem Clankrieg am Ball mit, ja, 45. Wir haben auch noch etliche Angriffe zu machen. Hier, ihr seht das hier im Team. Der Juli hat noch alles offen. Swash hat alles offen. Laura hat alles offen. Also alles 12 Angriffe hier vor allen Dingen noch. Und der Gegner hat schon ziemlich viel verballert, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die holen auch keinen Stern mehr. Und wenn wir uns nicht ganz dümmlich anstellen, dann werden wir das hier auch packen. Echt coole Sache hier, muss ich mal so sagen. Ich habe aber den komischen anderen Schergen, warte mal, was habe ich denn jetzt gerade verbraucht? Ich muss immer gucken, was habe ich denn verbraucht. Aber eigentlich müsste doch jetzt die eine Maschine nachrutschen, oder? Ach nein, ich habe jetzt zwei von den Ballons, alles klar. Ich habe zwei von den Ballons. Ich mache auf jeden Fall die El Primo-Geschichte weiter. War jetzt auf jeden Fall mal ein Test vom Handy. Ich hoffe, der Test auch vom Handy. Live-CK mit mir habe ich ja, na doch, eher selten gemacht. Im Livestream noch nicht, aber ich glaube, live hier habe ich schon mal angegriffen. Hat euch ganz gut gefallen. Also macht die El Primo-Geschichte. 250 Gems. Leute, das dürft ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich lasse es auf jeden Fall auch nicht. Bis dahin, euer Toto. Clash Team.